Hallo, ich bin Feuerwehrmann Sam und heute erfahren wir etwas über Brandschutzvorkehrungen von Joe und Hannah. Alles kann passieren, wenn in der Küche gekocht wird und keiner auf die heiße Pfanne aufpasst. Und ich übernehme die wissenschaftliche Erklärung dabei. Hier ist eine Bratpfanne mit Würstchen. Wir drehen richtig auf und stellen den Herd auf die höchste Stufe. Wisst ihr, alle Flüssigkeiten, auch die Speiseöle, haben einen exakten Flammenpunkt, entsprechend ihrer chemischen Zusammensetzung und der Molekularstruktur. Er meint eigentlich, wenn die Pfanne zu heiß wird, fängt es an zu brennen. Wie hier gerade. Da, meine Würstchen! Und wenn niemand auf die Pfanne achtet, wenn so etwas passiert, wird sich das Feuer ausbreiten. Sieht aus, als wenn es sich gerade ausbreiten würde. Lasst niemals eine Pfanne auf dem angeschalteten Herd und bittet stets einen Erwachsenen, euch beim Kochen zu helfen. Und wenn es in der Pfanne anfängt zu qualmen, dann ist sie bestimmt zu heiß geworden. Also den Herd ausschalten, dann kann die Pfanne schön abkühlen. Ich fürchte, das war zu heiß. Die Würstchen sind ganz doll verkohlt. Wenn es doch mal anfängt zu qualmen, dann niemals Wasser über die Pfanne gießen. Haltet schön Abstand und bittet einen Erwachsenen, das Feuer mit einem nassen Lappen oder einer Löschdecke zu löschen. Wirklich toll, diese Fenster. Man kann aus ihnen rausschauen. Man kann sie öffnen, damit es kühler wird oder um frische Luft reinzulassen. Oder man kann Sachen auf die Fensterbank stellen. Aber es kann sehr gefährlich sein, in der Nähe von Fenstern zu spielen. Oder vielleicht sogar auf Fensterbänke zu klettern. Wer von da runterfällt, der tut sich ganz schön weh. Und wer sogar aus dem Fenster stürzt, kann unglaublich tief fallen. Norman, hast du diese Porzellanpuppen gesehen, die ich von Tante Phyllis zum Geburtstag bekommen habe? Ja, Mom. Ich werde sie dir gleich runterbringen. Wo ist eigentlich der Klebstoff? Also immer Vorsicht und ja nicht auf Fensterbänken rumklettern. Elektrizität ist eine tolle Sache. Mit ihrer Hilfe kochen wir Tee oder bereiten unser Essen zu. Und mit Hilfe von elektrischem Strom können wir im Dunkeln sehen. Aber Wasser und Strom vertragen sich überhaupt nicht. Also fasst niemals irgendwas Elektrisches mit nassen Händen an. Lasst niemals Getränke auf oder zu nahe an elektrischen Geräten stehen. Und bringt vor allem niemals ein angeschlossenes Elektrogerät ins Badezimmer oder sonst in die Nähe von Wasser. Das könnte einen ziemlich bösen Stromschlag geben. Also, passt auf und denkt immer daran, Strom und Wasser lieber nicht. Ich bin James. Ich bin Sarah. Ich bin Mandy. Und ich bin Norman. Und wir sind die jungen Retter. Und heute zeigen uns die jungen Retter, wie man immer für Sicherheit sorgt, und zwar in der Küche. Hallo ihr, das müsst ihr euch ansehen. Unsere aberwitzigen, irren, waghalsigen Sicherheitstipps. Waghalsig finde ich nicht so klasse. Keine Angst, James. Der Strom ist abgeschaltet und im Topf ist nichts. Es ist vollkommen sicher hier. Ach, nun verdirbt doch nicht alles, Sarah. Es wäre gefährlich, wenn alles hier echt wäre. Die Sache ist die. Wenn eure Mutter oder euer Vater kochen, sollten sie darauf achten, die Topfgriffe zur Seite zu drehen. Nur manchmal vergessen sie das. Wird hier jetzt endlich mal was Waghalsiges gemacht oder nicht? Okay, Norman. Ich werde nun bei einem der Töpfe den Stiel in die gefährliche Position bringen. Trommelwirbel bitte. Ich kann gar nicht hinsehen. Wenn die Topfstiele weit nach außen stehen, fallen die Sachen leicht vom Herd herunter. Und dann verbrennt ihr euch ganz schnell. Wenn also ein Topf so dasteht, geht schön auf Abstand und holt einen Erwachsenen. mein Fuß! Sag ich doch, das ist richtig gefährlich. Also immer vorsichtig sein in der Küche und Finger weg von heißen Töpfen. Wenn ein Topfstiel weit nach außen ragt, bittet einen Erwachsenen, den Topf zu drehen.
Bügeleisen sind wirklich nützlich. Mit ihnen kann man die Falten aus den Hosen wieder wegmachen und sie sorgen dafür, dass man ordentlich aussieht. Aber Bügeleisen können auch sehr gefährlich sein. Erwischt, du bist dran! Vorsicht! Dad hat gerade das Bügeleisen an. Oh nein! Bügeleisen sind sehr schwer und man kann leicht über das Kabel stolpern und dann fallen sie auf einen drauf. Ja, und dann sind sie auch noch sehr lange heiß. Auch wenn sie schon längst ausgeschaltet waren. Dad! Na, was ist denn los, ihr zwei? Erwischt! Du bist! Und du hast da was Wichtiges vergessen! Ach, herrje! Das stelle ich besser schnell an einen sicheren Platz. Und dann spielen wir Fangen. Ich komme! Drum seid schlau und spielt nicht in der Nähe von Bügeleisen. Das sind keine Spielzeuge. Denn sie sind noch lange sehr heiß, auch wenn sie schon längst ausgeschaltet worden sind. Wir sind die jungen Retter! Denkt immer daran, eure Haustiere ins Haus zu holen, wenn es ein Feuerwerk gibt. Alle unsere Haustiere sind jetzt in Sicherheit, Feuerwehrmann Sam. Alle bis auf diesen Tiger. Keine Angst, ich hab ihn ja schon. Und er auch nicht. Genau, eure Tiere solltet ihr im Haus lassen. Denn das laute Knallen könnte sie erschrecken. Danke, Freunde. Hallo, ich bin Feuerwehrmann Sam und heute erfahren wir was über Brandschutzvorkehrungen von meinen Freunden aus Pontypandy, Joe und Hannah. Ja, ich bin Joe Sparks und heute lüfte ich alle technischen Geheimnisse hinter den Rauchmeldern. Rauchmelder sind wirklich total wichtig, denn sie warnen uns vor gefährlichem Feuer, bevor es zu groß wird zum Löschen. Stellen wir uns doch mal vor, diese Kerze würde durch ein Versehen umfallen. Die wird auf gar keinen Fall umfallen, oder, Dad? Ach, so ein Quatsch, Hannah. Ich will hier doch nur was demonstrieren. In Ordnung, Dad. Dann zeig uns bitte mal, wie man den Rauchmelder richtig testet. Gern. Es gibt viele Methoden, den Rauchmelder zu testen. Ich mache das mit der Zündholzmethode. Man braucht nur ein Zündholz. Oder du drückst einfach mal auf den Testknopf hier. Ja? Ich weiß, was ich tue, Schatz. Also, das gerade eben ausgepustete Streichholz entwickelt Rauch. Und dabei entsteht Alpha-Strahlung, die die Ionisierung der Luftmoleküle... Und so hört sich das an, wenn der Test erfolgreich war und der Rauchalarm losgeht. Oh nein, oh nein, oh nein! Und ein richtiger Alarm, der durch ein richtiges Feuer ausgelöst wird, hört sich genauso an. Also, passt auf, dass überall Rauchmelder angebracht sind und regelmäßiges Testen nicht vergessen. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam.